Komm gleich die Okay. nächste. Genau, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Railroader. Hier mit Fabi de Beer, Hallo. mit Chopper, Jo, Hallöchen. mit Dodger, Moin. mit Toto. Servus. Thunderbolt ist auch dabei. Moin, moin. Habe ich alle? Ja, Ja. Nudel ist Ich grillen. weiß nicht. Ja, Nudel ist unterwegs, der ist aber, der ist noch mobil dabei. Ist jetzt nicht ganz verkehrt, aber ja. So, dann hier. So, wie komme ich jetzt hier rein? Muss ich jetzt Drehscheibe hier steuern? Schreiben. Ja, muss hier mal. Ich gehe mal gerade rüber, mal gucken, ob Cool. das klappt. Wir finden das Drehscheibe. jetzt heraus, weil wir müssen jetzt beide Wagen hier hinkriegen. Einen hier, einen da. Aber Vorsicht beim Bremsen, da gab es letztes Mal noch einen Bug. Vielleicht ist der ja behoben. Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Also, kleiner Tipp, nicht schneller als 10 Meilen würde ich darüber fahren. Ja, das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Was habe ich verstanden? Vollgas? Ja, Ja, immer, Dodger, Dodger, immer. Dodger Power. Dodger Power habe ich auch verstanden. Ja. Nee, nee. Es geht bestimmt auch einfacher. Rastet die jetzt automatisch ein? Oder muss ich das jetzt hier so Die tippen? sollte automatisch Yay, cool, einrasten. macht sie. Nicht schlecht. Ah, Okay. schön. Dodger, dann komm doch mal langsam nach Langsam vorne. nach vorne. Ja, langsam nach vorne, bitte. Langsam, Dodger. Also keine durchdrehenden, glühenden Radsätze, Nicht bitte. schnell. Dodger, ich habe Also irgendwie das hast du gemerkt, Deutscher, Gefühl. ne? Nicht schnell. Das haben wir alle durch. Danke. Mal Wie sechs das? Leute Also ich Deutscher weiß. sagen, bitte fahr langsam, bitte Deutscher. Jetzt sind wir echt mit einem Kmh. Ja, ich fahr langsam. Was ist denn los mit euch? Der Nur Dodger macht das zu. schon. Bremsen 99% Vollgas, ich fahre langsam. Sehr gut, okay, dann müssen wir erst Er hinten. sagte langsam, also ich fahre langsam. Alles Sehr bestens, genau gut. richtig. So, vorne. Oh. Hier lang, dann hier lang, dann hier lang, dann da lang. Alter Schwede. So, also den darüber, den da hoch. Das kriegen wir doch hin. Auch wenn ich nicht verstehe, warum Kohle da oben sein muss, damit man von Hand schütten kann oder was. Na, ist auch wurscht. Wir fragen gar nicht nach. Wir machen das einfach. Gut Und der ist. Kohlewagen, der gehört euch jetzt, oder wie? Ah, Nee. oder ist er auch nur gemietet? Liegen die Weichen für Wasser bei Whittier? Ich checke. Stunde warten drin oder nicht drin? Keine Ahnung. Aha. Doch, für den Kohleturm müssen wir hier auch noch Gesetzt. einen Kohlewagen hinstellen. Danke. Also noch mal Geld ausgeben. Ja. So eine schöne Sache. Oder du den Rest Kohle, den da drin, der da drin ist, in Wittier, fährt man hier dahin. Ja, ist zu kompliziert. So, genau. Einmal zurück, bitte. Lieber einen neuen Kohlewagen, ist einfacher. Erstmal Ich fände Personenwagen, dann schlicht Kohle. praktischer. Erst mal Ich fände schlicht praktischer, denn aus dem einfachen Grund. Auch wenn wir die Karte ja nach hinten erweitern, du willst ja nicht immer bis hier hin dann eiern, um Kohle zu tanken, oder nicht? Genauso, wenn einer hier in der Gegend ist, oder wie jetzt der Toto. Hallo, lieber Ja. schlechter Flugspecht, schön, dass du dabei bist. Genauso wie Toto vermutlich keine Lust hat, jetzt jedes Mal hinter Witter noch hinzu. Was macht ihr denn auch hier? Ach ne, das sind unsere Wagen. Ups. Ich hab Ja, grad aber gedacht. im Kohletower sind ja noch 37 Ich Tonnen, habe also. gerade gedacht, der runde Wagen Eine Lok, ja. wäre eure Lok. Oh, der kam mit zum Interchange. Sehr schön. Was soll ich sagen? Also ich muss sagen, Toto, mir ist es wenn du eine lieber, für Stunde jeden warten möchtest, dann Kundenpunkt sag einen das, ne? eigenen Wagen zu haben. Habe ich schon zweimal, aber es ist halt nicht manchmal nicht angekommen oder nicht möglich hier. Na dann drück doch. Ich Settings, habe wait an hour. sie mich nur gefragt, ob ihr da zeitlich könnt oder nicht, weil ich weiß ja nicht, wie die Termine bei euch sind hier. Irrelevant. Okay. Wie voll bist du denn, Toto? Ja, Kubik, das ist Erster normal. ist 60, der andere ist 13 von 60, der andere ist 19 von 60. 27 warten noch gerade. Stopp, Dodger.
Also ich würde aber noch eine Stunde warten. Klar, da wäre ich Maximum voll, aber ich würde wahrscheinlich Personen stehen lassen. Nee, ich würde jetzt gut eine Stunde warten, passt. Und gerne wieder nach vorne. Kubik ist normal, bei weiteren Strecken bringen sie nachher mehr. So, und jetzt das müssen wir mit dem Kohlewagen direkt hier auf das Nachbargleis. Also in Vitya Station warten bisher 50. Also 60 könnte ich noch mitnehmen. Ach, das hängt auch so tief da rein. Und wo bist du jetzt gerade? In? In Brisbane. Warperbogen. Weil du musst ja dran denken, in Ela wollen ja auch eventuell noch welche zusteigen. Die... Ja, deswegen ja noch ein Waggon. Ne? Ja, kommt doch alles. Nur überhaupt nicht tief, dass der alle das Wort rummeckern, ey. Ja. Heute Nacht kriegst du deinen neuen Waggon, wenn die Kabu verkauft ist. Warum kann man die ja nur nachts verkaufen eigentlich? So was Besonderes? Ja, nö, aber halt einmal am Tag wird ja dieser Güterbahnhof oder Umschlagbahnhof beliefert. Das ist alles. Also. Du kannst auch triggern, dass die innerhalb von 2 Stunden ab jetzt sozusagen geliefert wird. Aber es kostet halt wieder extra. Ja, aber nicht viel. Willst du nicht wieder umstellen, dass die Zeit 1:2 ist, Fabi? Dann hätten wir halt auch automatisch immer direkt mehr Leute und die Holzwagen werden schneller entleert und, oder? Oder findest du nicht, also, ja, wobei, wenn du sagst, wenn nee. Wenn wir die ganze Zeit vorspulen. Dann hast du vollkommen recht. Wäre jetzt nur so mein Gedanke, also. Und so ist dann halt nicht so schnell. Ja, du hast recht. Ja. Für die Zuschauer ist es besser, wenn es heller ist. Ja, du hast recht, gut. So, jetzt müssen wir einmal komplett zurück und jetzt müssen wir die hier irgendwie nach da ganz hinten scheinbar verteilen. Und das Schöne ist, wenn es dunkel wird, seid ihr dann fertig, dann geht ihr schlafen und dann könnt ihr im Hellen gleich wieder anfangen. Ja. Nochmal 8 Meilen nach hier. Ah, hier ist die nächste Brücke. Jetzt lass mich mal gerade gucken. Über 7 Brücken musst du gehen. Dann stehst du in Köln und willst nie mehr gehen. Ja, ist klar. So ist das. Lumber and Coal Supply. Sag mal nicht, wir müssen hier noch weiter. 9,7 Meilen? Hä? Wo muss ich denn jetzt hier hin? Noch nicht zu schnell, da ist ja eine 15er Weiche. Ach, die haben wir schon. Okay, die haben wir schon. So, Standard Oil. Also ich muss sagen, die... Aha. Knuffellok ist echt süß. Die muss machen Spaß. Da und also ich habe ein Auge auf die A23 American geworfen. Müssen wir nochmal eine Lok kaufen? Das dauert, mein Lieber. Ah, ich hatte nur gesagt, dass du das. Aha, okay. Appalachen ist da drüben. Gut. Gut. Ja, wir können gleich wieder losgehen. So, warte mal, Dodger. Moment. Nicht so schnell. Wir müssen nämlich jetzt sind leer. Von hinten an den Zug ran. So, ist umgelegt, kannst weiter Gas geben. Wir müssen nämlich jetzt erstmal von hinten an die Wagen. Aha, okay, Appalachen, Hardwood. A, B, da müssen wir doch bestimmt noch aufpassen. A ist vorne. Dass wir die Lok, wie gesagt, gleich vorne dran packen. So, und dann muss ich hier Appalachen, Hardwood. A ist natürlich, ja, natürlich. Die müssen wir auch noch tauschen. Oh, sind die läppsch. Haben sie uns den A natürlich, wie gesagt, nach vorne gepackt und den B nach hinten. Geht die, der oder eine Wagen wir nehmen... an der Sawmill ist schon ready für einen Interchange. Ja, der ist aber mitten in der Mitte drin. Ne? Ja. Oder willst du den jetzt als erstes umtauschen? Nein. Frage, gibt es die Möglichkeit, den Regler auch irgendwie feiner zu steuern als nur mit der Maus, jetzt links, rechts, also nur zu schieben? Ja, mit der SZ-Taste und der Accent Tegu und Accent Graph-Taste neben der Backspace. Gesundheit. Genau, also SZ, so ist eine SZ-Taste. SZ und die rechts daneben vor der Backspace. Aber das kannst du dir auch individuell umstellen, wie du das haben willst. Also ich würde gerne zum Beispiel auch ein Mausrädchen zum Beispiel sagen. Ich sage, okay, ich gebe ein Prozent mehr oder weniger halt. Dass ich einfach mal darüber mit Throttle einfach drüber gehe oder ich nehme halt mal einen Flightstick mäßig, weißt du, mache darum meine Schubsteuerung halt. Das müsste gehen. Apropos Schub. Noch 2 Tage. Ja, und dann kriegt ihr 4. Ja. Wollen wir dann abends zusammenfliegen? Mit arbeiten.
Oh. Das ist normal, das ist immer so bei mir. Ja. Wenn man damit schönes Comedy arbeiten. Hm. Ah, ist doch normal. Mhm. So, Dadja, ich würde sagen, wir drücken den ganzen Zug ein Stückchen nach vorne. Dann ziehen wir die hinteren beiden nochmal zurück, tauschen die. Wir müssen natürlich genau einmal getauscht werden, wie sich das gehört. Nur die hinteren beiden. Du sagst einfach, wann ich vor uns fahren soll. Ja, okay, dann erstmal angucken. Weil ich schon nach Connelly umgestellt. Nee, kurze Zwischenfrage. Ihr merkt nichts, wenn ich raustappe? Nö. Oh, das ist sehr schön. So, Spielcrash war super. Apropos Spielcrash, ich könnte mal wieder speichern, ne? Ja, bitte. Oh, nee. Wer ist gecrashed? Nichts ist gecrashed. Aber für einen Fall, für einen Spielcrash. Aber sag mal so, das ist auch, das läuft stabil und flüssig, ne? Es läuft sehr stabil, das ist sehr schön. Weiches umgelegt, kannst Gas geben. Perfekt. Und ich das mit push. 5 Leuten wohlgemerkt. Naja, aber also, bis jetzt nur 3 Lokomotiven. Ja, aber allein die Synchronisierung zwischen den Kontrollen und allen drum und dran. Ja. Bei Railroads hat es ja schon mit 2 Leuten und 2 Lokomotiven böse Ruckler. Ja. Und bei 3 Lokomotiven war ganz aus. Oder alleine mit einer Lokomotive. Ich wollte gerade sagen, alleine teilweise schon. Aber jetzt muss ich sagen, wo kann man das mit der Steuerung einstellen? Oh, weil oben Steuerung habe ich ja nichts drin. Escape, Preferences und Input. Ja. Ah, okay, das mache ich jetzt nicht, wenn ich fahre. Besser nicht. Besser ist. Kurz kontrollieren, wie schnell er überhaupt fährt. Hat er gerne. Anbremse, Release. So, bitte ich einmal nach vorne, lieber Dodger. Oben machen. Okay, ich schalte die Weiche hier gleich dann um, wenn wir durch sind. Jo, mach das. Hier kommen wir 9 beim Koppeln. Achso, Jamie, die hat noch was geschrieben. Was ein österreichischer YouTuber mal sagte, über 7 Brücken musst du gehen. Du musst nur über eine Brücke gehen und die muss einstürzen. Ja, recht hat er, ne? Ja. Ich dachte, unser Stellwerk vermutlich, ne? Oder? In Bryson ist das Stellwerk. Einfach nur in Beobachtungsposten scheinbar. Nee, da ist ein ganz Armatur dran. Ja? Oh. Es gibt ja noch ein richtiges Häuschen. Das ist nur das Stellwerk für Bryson. Dann gibt es das gesamte Stellwerk und hast das ganze, ganze Netz von Süden bis Osten. Oh, ja. Das ist schön. Da kann man dann CTC machen, also. Ja, genau. Nicht schlecht. Nicht aber wie die Dinger funktionieren, habe ich noch nicht rausgefunden. Ah, der Toto weiß das. Ja, Toto ist ja da. Mach dann Toto, was ist da Experte? Experte nicht, aber ich habe gesehen, dass eigentlich der aussieht wie bei uns der Leitstelle. Dodger, bitte bremsen. Und irgendwann hast du noch Signale entwickelt, dass du die Leuten die Signale von der Nase runterschalten kannst. Kannst du auf HP2 die Züge fahren lassen und lässt die vor HP0 stehen. Dann sagst du ja, bitte erst Fahrauftrag, dann darfst du weiterfahren. Genau. Ihr werdet mich hassen bei den Fahraufträgen. Wir werden dich einfach kicken. Oder das ignorieren. Wo ist denn das Problem? Wir machen das wie ihr. Ja, hat er mir keinen Auftrag gegeben. Und ignorieren. Genau. Fertig. So funktioniert das. Genau. Aber ich will nur was sagen, aber die frisst ganz ordentlich hier Wasser und Kohle. Ja, die hat ja auch am meisten Power. Kraft kommt vom Kraftstoff, ne? Du fährst hier eine Holzlieferung oder so, dann hast du schon ein Viertel von der vom Wasser verbraucht. Ja, eigentlich gut, ist diese Lok ja nur als Rangierlok gedacht. Ja, was ist da? Wo bleibt sie? Das Knacken. Die anderen haben ja auch ein bisschen mehr Wasserkapazität. Du wolltest hier beim Weichenwechsel die Waggons tauschen. Nein, hier oben. Wir müssen die einmal komplett drehen. Also das heißt, wir müssen den hintersten nach vorne holen. Ja, hättest du auch da einen Weichenwechsel machen können. Wie denn? Darf ich? Ja, von mir aus, aber wir müssen ja auch wieder da hinten dran, ne? Wir müssen wieder hinten an die Wagen dran, um dann, wie gesagt, auch wieder an den Zug dran, ne? Keksi Tokai, Hallöchen. Ja, das ist sehr chillig. Komm mal. Das ist wirklich sehr gemütlich, hier mit der kleinen Lok rumzufahren.
Ah, ich mag den Sound. Guck mal. Mo? Schütze kriegt einen Anfall, wenn er die Tudel hört. Partyknuffel. Von der Partyknuffel. Ja, kriegt er einen Anfall. Der Schütze, glaub, der hat vorhin gesagt, ach nee. Ja. Ich glaube, er hat sie schon gehört. Ja. Er kriegt keine Anfälle. Er lebt noch. Also nein, er kriegt keinen Anfall. Er kriegt keine Anfälle. Ich habe Prinzenrolle. Prinzenrolle. Ach, er hat wieder Hunger. Ich hole mir zur Feier des Tages eine Puddingbrezel morgen. Oh, ich will auch. Guck mal, wir können ja auch den anderen eingestellt. Gucken. Man nennt sie auch Eiterbrille. Pudding-Dings, das ist eine Eiterbrille. Sowas gibt's hier in Norddeutschland. Eine Puddingbrezel, doch. Ja, wo denn? Habe ich noch nie gesehen. Beim Bäcker, wo denn sonst? Also hier in Lübeck bei den Bäckern habe ich sowas noch nie gesehen. Ja, ich bin hier in Lüneburg, da gibt's die. Ah. Okay, ich verstehe, was du vorhast, glaube ich. Ja. Sascha, deine Idee ist besser. Aber ich glaube, da kommen wir noch nicht dran vorbei. Sicher? Ja, das sieht sehr, sehr knapp aus. Und drück den lieber noch einen Mühe nach vorne. Reicht doch, du kannst ja den zurückziehen, direkt da ankoppeln und den dann danach holen. Ich würde den auf jeden Fall noch nach vorne drücken. Okay. Geht das? Sonst müssen wir nochmal ankuppeln. Ne, geht. Ja, jetzt sieht's gut aus. Ja, ich glaube, passt. Ja, du hast recht. Fabi, das ist unsere zweite Tour jetzt hier, ne? Heute. Deutlich effektiver, was du machst. Ja, unsere zweite Holztour. Sehr, sehr gut. Das wird aber knapp. Glaube ich. Jo, liegt. Kohle schaufeln muss man ja hier nicht. Das passiert alles automatisch. Das soll irgendwann noch kommen. Zum... Oh, okay. Aber wenn ich den Entwickler gehört habe, also das. Das soll erstmal auf die grundlegenden Funktionen Rücksicht nehmen, weil viele Industrien auch noch keine Häuser haben oder die nicht die richtigen Assets. Dass er sich erstmal darauf konzentriert. Ja, klingt doch gut. Ja, der zweite Mettfahrer ist jetzt halt praktisch zum Weichen umlegen, koppeln, entkoppeln. Genau. Kann man sich ein bisschen die Aufgaben teilen. Supporter, sozusagen. Supporter, genau. Roms. Ja. So, ist dran. An der Lok ist ab. Du kannst zurück. Oder wenn der Lokomotivführer zweitweise an der Beschriftung arbeitet, kann der zweite bremsen. Genau. Kann der mal übernehmen. Ja, dann sind sie gleich schon da. Stimmt. Ne? Ach. Jo. Es kommt ganz auf die Länge der Strecke an. Also bisher haben wir... Ich kann dir mal zeigen. Du kannst mal die Lok übernehmen. Ich muss mal eben hier auf der Map Sachen zeigen. So, hier das Weiße ist, was wir bisher... freigeschaltet haben. Hier haben wir gestartet. Mhm. Hier sind wir unterwegs zum Holz holen. Original war bis hier ungefähr. Hier ist eine Brücke, die war defekt. Die muss man erstmal reparieren. So, dann kam der Teil hier dazu. Bis hier. Und wieder vor. Also eine Fahrt, Toto. Ja. Wie lange braucht eine Fahrt von Brisson nach Whittier? So lang. Habe ich nicht auf die Uhr geguckt. So ungefähr. Ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt. 10 Minuten oder so. Ich würde sagen länger. Ja. Sagen wir 10, 15 Minuten, da sind wir gut dabei. Ja. Das ist jetzt für den Teil von Brisson nach Whittier rund 10, 15 Minuten. Also ich würde eher sagen 15 bis 20, wenn du die ein- und aussteigen lässt. Ja gut, sagen wir 15 Minuten. Wir sind seit 3 Stunden online, ne? Wie oft ist der Toto hin und her gefahren? Vielleicht auch 3 oder 4 Mal? Sagen wir 15 Minuten. Das dritte Mal jetzt.
So, ja, also brauchst du etwa fast eine halbe Stunde für einen Weg. Eine Stunde für einmal hin und zurück. Respekt. So, Weichen liegen, mein lieber Dodger. Ja, du kannst und, vorwärts. Überleg mal, wie lange es dauert, wenn du von der ganze komplette einfach mal Personen hin fährst. Von einer, von der ganzen Westen nach Osten. Ja, wird schon. So, den müssen wir jetzt. Habe ich aber auch 12 Wagen da dran. Ja, aber ich glaube, wenn ihr wirklich die komplette Strecke habt, dann braucht ihr auch zwei Züge, die sich irgendwo begegnen in der Mitte. Ja, also denke ich auch. Damit die Personen nicht mehr bewältigt. Denke ich auch. Dann habt ihr auch einen Stellwerker, der euch die Weichen legt. Du meinst der, der uns vor den Signalen stehen lässt und dann lachend sagt, ah, ihr werdet mich hassen. Meinst du den Stellwerker? Ja, der. Weiß ich nicht. Fabi, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt hier stehen und warten oder wie ist der Plan? Wie ist Toto? Der ist gleich in Whittier, ne? Genau, ich bin unterwegs in Whittier jetzt gerade. Ja gut, dann können wir eigentlich warten eben mal. Ja. Bis du in Whittier bist und eine Stunde warten können. Dann haben wir eben mal ein bisschen Pause. Haben wir uns verdient. Genau. Müsst ihr halt den ICE nehmen. Hervorragende Idee, Zara. TGV, der hat weniger Verspätung. Ja. Ne, dann würde ich lieber den Thales bevorzugen. Den finde ich optisch am schönsten mit. Oder wie heißt der japanische Schnellzug? Oh, wie heißt denn der noch? Shinkansen. Ja, den finde ich auch cool. Vor allen Dingen, der hat nur 35 Sekunden Jahresverspätung. Gut, die haben auch alle Verstand, die Leute, die wissen, wenn sie nicht in der Tür drin stehen, dann kommt der kleine Japaner und sagt ihnen, Hiya, puh, und ballern die da rein. In Japan gibt es sogar welche, die solche Bahnangestellte, die haben weiße Handschuhe an, dann drücken sie da die Leute noch, die quetschen sie von hinten noch rein, weißt du? Die nennt man auch Schubser, ja. Ja. Also ich glaube, ich wollte gerade sagen, wenn du dich traust, beim Shinkansen was zu blockieren, wirst du direkt öffentlich hingerichtet. Ja. Und die Drücker, die sind in der U-Bahn. Glaube ich auch. Ich schlaf ja auch im Stehen halt, ne, weil sie eh nicht umfallen können. Voll abgefahren. So, nicht erschrecken, Dodger. Wir müssen mal eben den Ölwagen hier abliefern. Na, wie viele Wagen habt ihr noch abzuliefern, Schütze? Vier. Aber wir haben jetzt den Ölwagen und die drei gehören alle da drüben hin. Also das passt. Wir sind ziemlich gut, finde ich, in der Zeit. Dann seid ihr ja fast schon durch mit Interchange. Naja, was heißt fast, mein Lieber? Oh, oh, hier geht's ein bisschen bergab, man merkt's. Man merkt sehr stark. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. So, Moment. Zurück, bitte. Bremsen? Zurück, bitte. Ich habe einen Keks im Mund. Ja. Du sollst arbeiten und nicht essen. Wieso? Wer delegiert, kann auch essen. Pass mal auf, liebe Party People. Ja? Wir essen hier während der Arbeit, um Zeit zu sparen. Wir machen keine Pause. Nee, ja, wir machen Party. Ja, genau, wir machen Party. Das ist was anderes. Ne, Fabi? Ne, Fabi ist gerade aufgehört. Sorry, ich habe gerade ein bisschen Sachen erzählt. Oh, okay. Genau, ist auch noch Early Access. Ich habe Sachen erzählt. Was machen wir da? Sachen. Machen Sachen. Doch. Ja, wir machen Sachen. Was machen Sachen? Sachen machen Sachen. Was? Das heißt ja, wenn Schütze jetzt die letzten Wagen abgeliefert hat, dann könntet ihr ja eigentlich auch fast schon wieder schlafen gehen. Nee, könnten wir nicht, weil wir haben. Wir müssen noch mit den Walls gucken. Und wir haben hier einen Wagen, der muss zurück zum Interchange. Ah, so. Bei mir die Frage ist, ich belade jetzt wieder und fahre nochmal hoch runter oder ist jetzt erstmal ich in. Nein, du belädst, fährst weiter. Ja, absolut. Okay. Keksi. Absolut. Aber wir müssen ja mindestens noch zwei Holzlieferungen zur Sägemühle fahren. Das sorry, Dodger, nochmal zurück. Ja. Ich hab gepennt. Dodger. Ja, Saraisani. Tut mir leid. Wir wären hier in sonst Railroad zur Brücke Stream gefahren. Mache ich das immer aus. Das ist falsch. Hoch. Was machst du aus? So ein Ding, was wir hier bei mir einlösen können. Ah, so ein Ding. Man kann was so mit Ding. Deinem Ding machen? Oh. Nicht mit meinem Ding. Gewagt. Mit meinem Ding.
gewagt, aber warum nicht? Irgendwie muss man ja im Gespräch machen, bleiben, ne? So, entschuldige, jetzt darfst du wieder nach vorne. So, Schütze, jetzt hast du 50% meiner Aufmerksamkeit, da ich mein zweites Handy eine Pause geben muss. Es muss laden und langsam am Grillen ist. Rettig 50% in PS4. Ich kann übrigens, seht ihr, ich wollte das eigentlich erzählen. Ich habe es mir ganz groß hier auf meinen Zettel geschrieben. Ist gelogen, ich habe keinen Zettel und ich kann nicht schreiben. Aber ich kann erfreulich verkünden, Toto und ich, wir haben ein neues Level der Freundschaft erreicht. Hä? Nicht nur, dass der Toto jetzt Eisenbahnspiele mitspielt, obwohl er im realen Leben Eisenbahn fährt. Nein, sondern der Toto war gestern da, um mich zu unterstützen. Und wir haben zusammen Holz gesägt. Was heißt zusammen? Das heißt, er hat mit bloßen Händen Holz festgehalten, während ich mit der Kettensäge etwa 10 cm daneben angefangen habe, das Holz zu zerschneiden. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, Toto, nochmal in aller Öffentlichkeit, Hut ab. Das ist definitiv ein Vertrauensbeweis, nur damit du es weißt. Sehr hohes Level an Vertrauen. Weil ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich dann so eine Kindersäge gekauft, sondern bei uns auf dem Land ist das immer so, oder von meinem Vater vererbt ist das so, du kaufst dir einmal eine Säge und das wird eine vernünftige. Mhm. Also ist das so ein Forstding geworden. Das heißt also, wenn du damit abrutscht, natürlich mit Vollmeißelkette, ne, klar, dann ist vorbei. Das haben wir auch gestern gemerkt, nachdem also alles fertig war. Toto hat übrigens noch alle Finger. Nachdem alles fertig war, habe ich nochmal eine neue Kette draufgezogen, wollte die nur einmal durchziehen und habe mir direkt zwei Finger kaputt gemacht. Also jetzt nicht ganz kaputt, ne, aber halt mal so eben die Kettenglieder reingerissen. Vater, ich vertrete mir mal ein bisschen die Beine, ne? Ach, das. Musste ich ja ein bisschen schmunzeln. Eine Stunde warten nebenbei für Passagiere oder beim Losfahren wieder? Aus meiner Sicht kannst du eine Stunde warten. Du kannst gerne warten, dann sind die Holzwagen auch voll. Perfekt. Ja, dann können wir weitermachen. Also eine Stunde warten. Dann komme ich mal wieder rein. Ich denke, in Witter und in Brissen lohnt sich das auf jeden Fall. Also bei Ela würde ich jetzt nicht eine Stunde warten, aber... So, Häuschen. Perfekt. Nee, so. Ela ist ja auch nur eine Zwischenstation. Ja. Mhm. So, Dodger, du darfst zurück. Auf dem Häuschen war das, ne? Hier gehst du auf dieses Häuschen. Ich weiß nicht, ob du den Stream anhast. Hast du schon eine Stunde gewartet? Kommt in die Windows. Das dritte von links. Dann auf Settings, also Einstellungen. Und dann hast du hier diesen Knopf. Eine Stunde warten. Und in dem Moment, wo du drauf drückst, siehst du schon, dass die Zeit oben auch umspringt. Gut, dann drück mal drauf, wo ich es auch noch drücke. Nee, drück du. Ich bin schon wieder raus aus dem Menü. Perfekt. Gut. Aber wir sind noch nicht ganz beladen. Die Taste. Ja. Kann sein, dass die kein Holz mehr haben, ihr Lieben. Das hatte ich mit dem Fabi auch. Nur der eine Wagen ist nicht ganz. Der Fallbaum, oder? Gemacht. Wollen wir dann auf ein anderes Gleis noch Slugs holen? Auf L1? Da sind noch 24. Ich weiß nicht, lohnt sich das für die 0,2 Loks? Der Zarazani, Toto der Wahnsinnige. Aber dafür fehlt ein Bein. Nein, Zarazani hat auch noch beide Beine. Also können wir eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt für 0,2. Das passt auch nicht da rein, das ist das Problem. Ja gut, dann lass mal rollen nach unten. Respekt, also ich weiß nicht, ob ich so viel Mut hätte, jemandem so zu vertrauen. Ja. Wenn du mit einem, ich sag mal, nicht mehr intakten Seil 12 Meter auf dem Dach hängst und der Meister sagt, ja, das wird dir schon halten, und du denkst dir nur, das geht 12 Meter runter und dann rutschst du noch ab und sagst, das hält nicht, komm, halt dich irgendwo fest, dann, ne? Bist du schmerzfrei irgendwann. Ach, macht's jetzt irgendwie nicht besser. Sag doch einfach, du hast Vertrauen zu mir, weil ich gut an der Säge bin. Das hätte mich ja jetzt gefreut, ne? Ja, alles so. Ich lebe noch. Also, wenn die Geschichte andersrum, dann hättest du wahrscheinlich die Hände gehabt, Schütze. Wenn er die Säge gehabt hätte, natürlich. Was bleibt dir denn dann übrig? Also, ich wollte einmal Retour, bitte. Einmal Retour, Dodger. Den hängen wir noch ein paar Meter zurück ab. Den bringen wir da noch aufs Gleis. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon ein bisschen Schiss gehabt, ne? So mit der Kette. So 5 Meter hier vor dir guckt. Ach, wie cool. Gestänge bewegt sich auch sehr gut. Unten, wenn ich hier am... So, fertig. Am Reverser rumspiele. Ja. So. Sehr gut gemacht. Und jetzt, das lieber Dodger... Die Schwinge sich verstellt, ja. Dodger Power! Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil wir müssen hier noch einen Wagen... Ich mag diese Details. Ja. Wo denn?
Hier vorne auf dem Riesenrangierbahnhof. Nebenbei, Fabi, Gas geben. Ist ja, ja. Für dich. Ich würde jetzt nicht, wie gesagt, über 25 gehen, aber... Zander, geh mal mit der über Kamera. Über 25 gehen, okay. Du kannst und hier, wie gesagt, du bist... zwischen die Räder und mach mal die... die denk mal bitte an unseren Treibstoff hier. Wir müssen das doch alles selber bezahlen. Naja, ja, ich schütze derjenige, der sich an einem Captain-Stüfchen die Haxen drückt. Das stimmt! Danke nochmal für den Hinweis, Blödmann. Gerne! Ich glaube, Toto ist eher traumatisiert und will sich nicht erinnern. Was ist mit mir, was? Jamie Lee schreit, ich glaube, der Toto ist eher traumatisiert und will sich einfach nicht erinnern. Nein, alles gut. Cool. Also jetzt hast du dich an einer Treppenstufe die Haxen gebrochen? Ja, an einem Stüfchen. Der Dodger hat das schon richtig beschrieben. Das ist viel trauriger. Wie hast du das hingekriegt? Indem ich nicht aufgepasst habe und mit meinen Schlappen umgeknickt bin und in dem Schlappen ist mein Fuß nochmal etwas weggerutscht, also so verdreht und dann gab es ein liebevolles Knack. Und dann haben erst alle gesagt, ach, der ist nur verstaucht. Dann wollte mich kein Orthopäde behandeln mit der Begründung, ja, nee, das ist ja vor 3 Wochen passiert. Nur weil das jetzt nicht besser wird, sind sie kein Notfall mehr, weil das war ja vor 3 Wochen. Ich sage, aha, vielen Dank. Und dann, wann war das? September, Oktober? Und dann haben mir alle so einen Termin im Januar angeboten. Und dann habe ich versucht, denen zu erklären, dass ich jetzt akute Schmerzen habe. Ja, aber egal. Und ich bin dann Gott sei Dank durch Vitamin B bin ich dann irgendwann an einen Unfallchirurgen geraten. Der hat mich dann in die Röhre geschickt, in dieses, wie sagt man, CT? Nennt man das CT? MRT, ja. MRT, CT. Weiß ich nicht, diese Röhre, die dich dann komplett. MRT ist das, glaube ich, dann. Nee, ich meine CT. Irgendwas mit T. MRT? CT, Computer. Ich meine auch. MRT ist Röhre, CT ist offen. Echt? Wo war ich drin, Schatz? CT. Ja, okay. Auf jeden Fall haben sie mich dann, ne, hier, wo du auch reingucken kannst. Ja, so. Das ist CT. Ja, dann CT. Und ja, der hat dann festgestellt, ja, Junge, dein Mittelfußknochen ist angebrochen, also nach unten hin im Prinzip aufgeklappt. Das haben sie aber beim Röntgen von oben nicht gesehen. Und weil ich Kassenpatient bin, haben die natürlich beim Röntgen auch nur ein Bild gemacht, von oben. Und man konnte also auch schon sehen, wo der wieder zusammengewachsen ist und dass ich halt genau im Mittelfußknochen einen riesen dicken Bluterguss hatte. Das war also auch ziemlich unangenehm. Da habe ich ihn angeguckt, ich sage, was machen wir denn jetzt? Und dann guckt mich der Kollege an, der so, gar nichts. Junge, das ist 6 Wochen her, das Ding ist wieder verheilt und das sieht auch gerade aus. Der so, ich mache da nichts, es sei denn, du sagst zu mir, du kannst nicht laufen, dann müssen wir wieder brechen. Aber was soll ich euch sagen, mir ging es auf einmal viel besser. Also war okay, war aushaltbar. Und war also im gesund. Prinzip einfach Glück gehabt, aber. Frag mal den Part, der das aushalten musste. Also meine Frau hat das auch sehr tapfer mit mir durchgehalten und hat alles an Aufgaben übernommen. Das war eine sehr große Hilfe. Ja, sonst hättest du jetzt das umbenennen müssen in Schütze Hinkefuß, ne? Ah ja, vermutlich. Oder oder Schütze Huck oder sowas. Ja. Deshalb ist es wichtig, festes Schuhwerk und keine Arbeitssicherheitsschlappen. Ja, hast du vollkommen recht, Dodger. Habe ich auch also wieder gemerkt. Ja. Ich kann also nur empfehlen, tatsächlich Kettensägenschuhe. Könnt euch ja einen Link mal reinschmeißen. Hashtag Schleichwerbung. Weil bevor ich wusste, dass es ein Bruch ist, bin ich also noch mit diesen Kettensägenschuhen auf Tour gewesen, um ein bisschen zu sägen. Und ich musste feststellen, also die sind so genial, also da merkst du nichts, da kannst du auch mal einen Fuß drin gebrochen haben. Das ist okay. Die sind wirklich sehr stabil. Lohnt sich. Das ist ja praktisch. So. Du stellst die Weichen? Ja, ich glaube tatsächlich, wir können aber einfach rückwärts durchfahren. Wir kommen automatisch aufs richtige Gleis. Wie ist denn hier? Ja, können wir. So, lieber also, Toto, wir so würden jetzt von Brissen losfahren. Ah, du bist jetzt in Richtung Brissen. Bei Ela, warte. Dodger, vielleicht noch mal kurz auf die Bremse. Wo geht's denn hier hin? Alter, hier ist wieder so... Ach du Scheiße. 13, so. 3 Loks sind noch in der Mühle. Hallöchen, ich, Potata, wie geht's dir? Guck mal, hatten wir hier nicht eine Ausweichstelle? Dodger, kannst fahren. Wir haben eine Ausweichstelle, Toto. Wir kommen auch auf dem Weg nach Brissen. Kannst du nicht verfehlen. Bei Cove Island, meinst du? Weiß ich nicht. Auf dem Weg zurück nach Ela. Ja, das Cove Island ist das. Na, ja, okay. Dodger, ich helfe dir noch mal ein bisschen beim Spritspannen.
Und ihr habt jetzt was für Interchange dran. Genau, wir haben noch einen vollen Wagen für den Interchange. Den würde ich sagen, bringen wir auch zurück. Gucken, ja. dass wir so die 30 Meilen ausschöpfen. Und wie ist das mit dem, wenn ihr die Kabuffs verkaufen wollt, müsst ihr auch zum Interchange? Genau, ja. Die muss dann auch zum Interchange. Ja. Wollt ihr nicht Dotter unterwegs einmal kurz, Toto einmal abfangen, die Kabuffs vorne mit ran und dann gleich mitnehmen zum Interchange? Halte ich für eine hervorragende Idee. Bei Go Off Island, da kann ich es so stehen lassen. Halte ich für eine hervorragende Idee. Oh, jetzt müssen wir schon hier aufpassen. Wir sind schon bei 28. Ich teile ist nicht. Ja auch ein Schild von 30 und mit 35 und 33 eventuell fahre ich gerade darüber. Also über die 30er Schilder solltest du nicht mit zu viel fahren, mein Freund. Nee, weil, wie gesagt, wenn das entgleist, dann bist du meist komplett neben den Schienen und dann müssen wir vor allem gucken, wo wir den ganzen Kram unterbringen. Ich fahre 30, keine Sorge. Alles bestens, sag nur nochmal. Hier hoch geht's, glaube ich, auch irgendwo zu Holzfeldern oder sowas, oder? Ja, da gibt's zu anderem Holzzeug. Alter Schwede, ey, das war ordentlich. Ja, und das hat, glaube ich, eine 6%ige Steigung oder so. Weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall heftig hier. Da hatte die kleine Lok von Schütze da ganz schön zu schnaufen da hoch. Ach ja. Wir machen das schon. Dodger und ich tätschel ein bisschen die Lok und dann geht das schon. Wir kommen damit schon zurecht. Wir arbeiten mit dem, was wir haben. Pushen? Okay. Nein, ich meine hier Fabi. Langsam, aber sicher. Wollen wir dann, wenn wir abgeliefert haben, die zwei Interchange-Wagen aus dem Sägemühle raushiefen, dass die beiden den direkt mitnehmen können? Ja, dann machen wir das dann. Dann bereiten wir die vor. Also aus der Sägemühle, ne, wie gesagt, wir sind jetzt aus Brissen raus. Also, wir müssen die erst noch rausfriemeln, da einer ist mittendrin. Hä, wieso bremsen wir? Starten wir dabei. Achso, weil wir zu schnell waren, ja. Genau. Ich glaube, wir fahren bergauf, Dodger. Wir haben Change noch richtig was an Haken, ne? Jo. Toto? Ja. Ich glaube, wenn ich das richtig in den Nachrichten gesehen habe, 18 Uhr sollen mehrere Content-Creator die 4E da streamen. Okay. Die 4E? Was ist denn die 4E? So ein Fliegerspiel. Ah, okay. Die F4 Phantom oder was? Genau. Yep. Aha. Die kommt ja Dienstag raus. Uiuiui. Mhm. Und morgen habe ich Brutzeltag. Sehr gut. Stopp! Entschuldigung, ich hab gepennt, aber klappt ja noch. Alles gut. Alles perfekt. Okay. Kupplung ist gelöst, Bremse an. Kannst rückwärts pushen. Wo bist du jetzt gerade, Toto? Ich bin bei Go Off Island gerade. Ich stehe jetzt hier gleich vor der Weiche, fahr noch dann drüber, lass den Wagen wo hinten stehen. Alles nee, du klar. Kannst nicht drüber fahren, wir sind ja noch nicht da. Wird jetzt gar nicht geleert, weil du musst schon erwarten, bis wir auch da sind. Ja, die Weiche hinten liegt ja praktisch fürs Gegengleis. Ja, hoffe ich, hatte die zumindest schon umgelegt. Ja, habe ich gesehen gerade. Ich war schon stellwerkermäßig übergeflogen. Warte mal, kann man das nicht vielleicht umstellen? Dann meinen wir vermutlich doch den gleichen Punkt. Weiß nicht genau. Ja, und Go Off Island, ja. Keine Ahnung, ich habe wie gesagt nicht geguckt. Ja. Nee, den kann man nicht, der. Ich habe das Gefühl, der Dodger hat auch ein bisschen Spaß an dem Spiel. Wieso? Auch nur so. Nur weil ich an den W-Schild immer pfeife? Ja, du hast das total nicht gelesen. Lang, Sam. Kurz, lang. Genau. Hä? Du stehst gar nicht hier. Was erzählst ihr du steht, denn? Nein, ihr fahrt jetzt nach rechts ins Gleis rein. Ich komme von der geraden Seite. Aber ich dachte, du wärst schon hier. So hat das ja, jetzt Anfall. Ne, bin ich doch. Okay, hab nichts gesagt. Immer rechts fahren, ne? Was machst du denn? Nee, Junge, du ziehst die Kabus ja wohl mit aufs Gleis drauf, ne? Du lässt die nicht vor der Weiche stehen. Nee, ich wollte mitnehmen. Ja, hinten dran. Da muss ich ja dann im Interchange dreimal hin und her fahren. Weiß ich nicht, wie das da aufgebaut ist. Weißt du, steht? Ja, ist ein stinknormaler Rangierbahnhof. So, welche muss man? Wenn ich einen Wagen hinten dran habe und einen vorne, muss ich ja zweimal da rein und raus. Okay. Mhm. Ja. Macht ja wenig Sinn. Genau, ich wusste es nicht. Hallo, Kollege. Ja, natürlich weißt du, wie der aussieht. Bist du da auch gestartet und hast da deinen Personenwagen her. Ach, das Ding. Ja, das nennt sich Interchange offiziell. Wollen wir die dann zusammenstellen hier auf den da, wo die Muldenkipper sind für die Holz? Ja, ich würde sagen. Ja,
Dann nehmen wir erstmal alle raus. Da ist noch der Kurvenbereich. Bis zu dem, der raus muss. Okay, du ziehst die Kabus noch mit, ne? Ja. Die hinteren zwei kann ich ja stehen lassen, weil die ja noch da bleiben müssen. Ja, genau. Und dann schieben wir die anderen zwei wieder zurück. Und dann passt das. Boah, ich mache jetzt einen Rückwärtsgang rein. Fahrt ihr zweiten? Ja, ja, ne? Du brauchst gar nichts reinmachen, Toto. Lass das Ding stehen und fahr. Aber warte mal, hier ist doch der... Einfach gute Fahrt. So, abgekuppelt. Tschüss. Okay. War ich ein Funktionstest? Ja, genau. Passt aber wieder. Ja, wir haben hier noch ein offenes... Moment. Wir haben so, tschüss. Ja. Ich komme nur gerade meine Maus wieder nicht dran. So cool aus. Ich mag diese Personenwagen. Kannst du jetzt fahren? Ah, sehr schön. Dort fährt schon vorwärts. Perfekt. Na, der Druck muss ich erst aufbauen. So. Ja. Na, na, na. Hat gerade Probleme mit der Steuerung. Ach, das passiert schon mal. Jupp, bist du nicht alleine. So. Ja, beim Single-Player-Spielstand hatte ich eine Map-Mod ausprobiert, dass sozusagen hier, wo das Gleis ist, hast, kannst du dann über Milestone ein Yard freischalten. Halt ein Abstellyard. Hier sagt man nicht mehr, wenn man Geburtstag hat, sonst will Schütze wieder singen. Gar nicht schlecht, Sarah. Jamie, die hat vollkommen recht. Lieber Toto, bitte kontrollier nochmal vorne die Weichen oder ich mach das nochmal fix. Wir haben die ja aufgedrückt. Okay, Entschuldigung. Ich flieg nochmal eben rüber. Okay. Warum fliegen? Macht doch den Stellwerker. Nö, ich finde das schön. Oh, geil. So, zack, okay, passt alles für dich. Du fährst wieder auf deinen Bahnhof zu. Merci. Ja, vielen Dank. So weit genug rein, damit wir ran vorbeikommen gleich. So. Und da sind wir wieder. Wollte ich gerade machen. Ja, alles bestens. Okay, wir können. Zack. Ich glaube aber, wir können. Ganz rückwärts? Genau. Jo. Wenn ich wie gesagt, geht ja bergauf, für die Geschwindigkeit haben. Achso, dann stelle ich jetzt bei der Kabut mal das Verkaufen ein. Oh, schon 44 Meilen ist die gefahren. Oh, schön. Die schöne Kabut. Ja, soll man sie behalten? Noch was anders. Sind 4000 Dollar halt fast. Fabi? 3,6. Ja. Der Hinterwagen hat noch 0,7 Tonnen. Ist der jetzt zum Abholen gleich bereit? Nee, ne? Nee, Entschuldigung. Die werden wir laden. 3700 bringt die. Ich glaube, 50 scheint... Hattest du die umgestellt, ne? Scheint mit am besten zu sein. Nee, Entschuldigung, ich hatte nicht umgestellt. Alles gut, alles gut. Vielleicht muss man demnächst ja für Schütze singen, auf keinen Fall. Ja, bitte sehr. Unbedingt. Aber ich stimme es jetzt nicht an, weil das gibt Unglück, würde ich das Film noch. Nee, ist ja auch noch nicht so weit. Von daher wäre das ja eben. Quatsch. Na Gott sei Dank, ich konnte nicht mehr vor sehen. Toto! Auf dich ist Verlass! Deswegen bist du vermutlich auch einer der Freunde, der immer noch wiederkommen darf. herrlich. Okay, Donjon, das ist cool. Das gefällt mir. Okay, ein Wagen. Oh, yeah. Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns jetzt bei keinem melden, oder? Wir fahren gleich durch Ela, aber Personenzug ist ja an uns vorbei. Strecke ist frei. Ja, am Sägewerk sollt ihr aber noch zwei Wagen mitnehmen, Schütze. Wo sollen wir zwei Wagen mitnehmen? Da wo Barbie und der Kollege gerade sind. Die Party People. Sagt doch die Party People. Undertruck. Genau. Tundertruck. Da sollt ihr noch zwei Wagen zum Interchange mitnehmen. Ja, nicht ein Tundertruck. Ja, wir sind die gerade am Ausparken. Der heißt doch Thunderbolt. Thundertruck. Ja. Aber Fanta ist schneller gesagt. Das stimmt. Ja, dann... Ja, wie? Machen die das nicht selber? Hä? Was? Wie, wo, was? Die Wagen zum Interchange bringen. Hä?
Wir uns selber? Nee, wir machen Minimalarbeit hier. Das merken wir. Ist doch praktischer, wenn du die gleich mitnimmst, dann stehen sie alle zusammen in einem Gleis und können von dem anderen Zug gleich abgeholt werden. Okay, stellt ihr die dann so vor die Sägemühle, dass wir im Prinzip einmal vorbeifahren können? Wir haben nämlich alles vorne an der Lok dran. Das wäre ganz praktisch für uns. Könnten wir einmal vorbeifahren, hängen die dann vorne mit dran. Und dann ziehen wir alle vier rüber. Ich glaube, da ist ein Gleis noch frei jetzt wieder um Interchange, ne? Wo wir abgeben können. Ja. Perfekt. Okay. Ah, Der Schütze, der Zug ist abgefahren. Wie der Traktor. Der Traktor ist großartig, oder? Den hat meine Frau selber gemacht für uns. Und wisst ihr, was das Beste ist? Das ist tatsächlich mein Traktor. Also okay. Tatsächlich ein Hanuma Granit. Ich finde das so genial, wie sie das gemacht hat. Ja, dieses Emote da, das hat ja die Midna für mich gebastelt. Ach, und der Traktor, diesen Traktor, den Jamie Lee da hat, da gibt es ja noch ein paar mehr von. Das ist tatsächlich mein Traktor. Den hat sie genommen und hat hier diese Sachen daraus gemacht. Ach. Und das finde ich halt eigentlich das Genialste. Also das ist nicht nur irgendeiner, sondern das ist tatsächlich meiner. Das ist cool. Ja, das finde ich allerdings auch richtig cool. Kannst du vorne gestellt? Hast du so einen kleinen Bauernhof, Schütze, oder wie? Nee, ich bin einfach nur Traktor oder Maschinen verstrahlt. Ich habe damals, ich wollte mit Midna schon seit, jetzt wohnen wir hier 2 Jahre und etwa 3 Jahre zuvor habe ich schon nach Eigenheim geguckt. Was? 1,5 Jahre? Wir wohnen in der Kategorie. Ja, okay. Ja, also ich habe das jetzt am besten hin, das ist jetzt die Frage. Ich habe seit 4, 5 Jahren habe ich auf jeden Fall schon nach Eigenheim geguckt. Und ich hatte dann in der Nähe was gefunden. Danke, Butata. Das war so ein Bungalow. Und das. Ja, wo soll man die Wagen hinstellen? Also am besten wäre das ja sozusagen, dass wir die hinter der Weiche, wo du jetzt gerade drüber fährst, hinstellen. Also dass die sozusagen rückwärts dann. Auf Höhe der Sägemühle. Dann könnt ihr uns ganz vorne die Weiche umlegen. Wir fahren einmal auf dem Gleis vorbei und dann ist da noch so ein Gleiswechsel. Dann können wir die vorwärts ankuppeln und dann rückwärts wieder überall hinziehen. Alles und dann klar, ist der Interchange wieder voll mit Wagen, oder wie? Genau, dann wir müssen gleich, denke ich, nochmal spulen, wenn Toto in Brissen ist. Das passt dann auch. Und wir müssen müssen noch zweimal fahren für die Sägemühle, dass wir die... Ja. Noch zweimal? Also dann machen wir das mal so. Wir haben jetzt gerade die zweite Lieferung erst für den Tag. Oh, Toto, da musst du noch ein bisschen warten, bevor du spulen kannst. Dann alles gut, ich kann auch 4 Stunden bleiben. Ja. Dann müssen wir die hier hinparken. Dieses Grundstück hatte auf jeden Fall ein Bungalow, das war aber ja baufällig. Und dann habe ich überlegt, das selber abzureißen. Die Idee war dann halt mit dem Traktor, ne? Vorne einen Frontlader dran, dann abreißen und dann direkt neues Material holen. Naja, ich habe dann auf jeden Fall den Traktor gekauft und laut dem Makler war alles tutti. Und die Gemeinde hat mir dann irgendwann den Hinweis gegeben. Das ging ja nicht. Da gibt es keine Baugenehmigung, gar nichts. Jetzt die gleiche. Na schön. Wir müssen, glaube ich, komplett einmal entweder hier warten. Oder wir warten hier einfach auf sie. Ja, dann wartet halt. Ja. Aber jetzt hatte ich schon den Traktor und der hat viel Spaß gemacht und dann habe ich den halt behalten. Und ich muss sagen, auch hier bei der Sanierung, das war wirklich Gold wert. Also der Toto kann das ja auch live berichten. Wir hatten nachher einfach den Anhänger im Garten stehen und alles, was am Müll kam oder an Schrott oder sonstiges, das wurde da draufgeschmissen und weiter. Aber schön ist vielleicht noch einen kleinen Tick nach vorne. Ich sehe Schütze schon mit dem Traktor vom Penny fahren oder die ganzen Bierkisten einladen, wenn er feiern geht. Nee. Boah, das müssten wir echt mal machen, ey. Genau, ja, wenn du willst. 20 also ich einfach mal ein User-Treffen. Ich hab tatsächlich ein Bild davon, wie ich mit dem Ding beim Meckes durchgefahren bin. Ja. Das habe ich gemacht und das war auch grandios, weil das Ding ist relativ groß für einen Oldtimer. Und sehr leise. Aber ja, das war sehr, sehr amüsant, wie der Kollege dann am Fenster hochguckte. War sehr amüsant, aber naja, macht halt Spaß, ne? Bisschen. Und es ist halt echt interessant. Du kannst natürlich hier Sonn- und Feiertags damit rumfahren, auch wenn der Krach macht. Alle freuen sich, dich zu sehen. Kinder werden über den Zaun gehoben, damit sie winken können. Und gerade hier im Dorf absolutes Highlight, ne, wenn da Mai ist oder sowas, dann habe ich im Prinzip immer Kinderdienst, heißt also ich habe einen Anhänger hinten dran und einmal die Stunde schmeißen alle oder werden alle Kinder auf den Anhänger geschmissen, dann geht es einmal hoch in den Wald, da wird dann eine Runde gedreht und wieder zurück, das ist ein Kindertaxi. Cool. Jo, und das macht viel Spaß. Macht sehr viel Spaß.
So, wir haben jetzt die Weichen so gelegt, dass ihr einmal ran vorbeifahren könnt, dann zurückpushen und sie direkt anhängt. Perfekt. Klingt zumindest so. Wir sind jetzt gerade... Oh. Wir sind bei Winter Station schon, ne? Ja, so gut wie. Die einen fahren mit gerade die großen... die anderen mit dem... Boah, Alter, wir haben aber auch fast ein Drittel von allem verbraucht, ne? Krass. Ja. Echt krass. Krass. Und wo sind die Wagen beim Sägewerk? Wo müsst ihr die abholen? So, keine Ahnung, da wo die Kollegen uns hingestellt haben. Fabi. Nein, ich meine, bei welcher Station? Ist das Winter Station? Nee, hier hinten. Also beim Sägewerk, denke ich nur. Du weißt ja, was wir gefahren sind mit der kleinen Lok, weil wir damit angefangen haben, ne? Haben wir jetzt schon 23 Meilen am Tacho. Ja. Okay, dann möchte ich gerne kontern. Wir haben ja auch neu angefangen. Wir sind bei 39. Ja, ordentlich, ne? Ja. Und was hat der Toto? Was denn? An Meilen. Auf deiner Lokomotive. 47. so viel zu bis 1000 dauert. Toto, ein Tag, zack. 10% abgerissen. Wahnsinn. Mit einer kann das halt. Sie benutzt kein PowerPoint. Genau. Seitenhieb beabsichtigt. Echt? An wen? Ah, an mich. Genau, wegen meinem Video. Stimmt. Schön, dass du verstehst. Ja, stimmt. Da hat meine Frau ja gesagt, das ist eine schöne PowerPoint, was ich da gemacht habe. Ja, ich erinnere mich. Das hat wirklich wehgetan. Oh, Dodger, stopp. Power. Was, wie, wo, was? Ja, pass auf. Hier, unsere Kollegen haben hier bei Witter den Wagen einfach stehen lassen. Den nehmen wir auch noch mit. Den haben wir nicht gesehen, tut mir leid. Einverstanden. Da sind wir gar nicht vorbeigekommen. Lassen wir euch durchgehen. Stimmt, da sind wir nicht dran vorbeigekommen. Und wo muss dieser Wagen hin? Auch zum Interchange. Der ist leer. Den nehmen wir auch noch mit. Dann habt ihr ja 5 Wagen für den Interchange. Ja, ist doch nicht schlimm. Wahnsinn. So, ich hatte das mal ja in der C-Zeit, war mit einem Sattelzug unterwegs und wollte was von der goldenen Möwe. Ich musste durchlaufen. Ja, glaube ich. Abi? Ja? Der Traktor erinnert mich an die... Die sind an dem bei ELA Station, da war es auch einer für Interchange. Ja. An der ELA Station war auch einer? Ja. Ja, fällt euch aber auch früh ein, ne? Ja. Die können die beiden ja abholen und hinbringen dann. Nee, den holen die anderen Kollegen jetzt ab. Wir fahren jetzt nicht mehr bis ELA zurück, das machen wir nicht. Sag ich doch, die anderen beiden Kollegen. Ja, dann müssen wir die erst mit. Ja, können wir machen. Traktor erinnert mich an die Porsche Service-Werbung. Der war noch nicht, als wir da waren. Damit der Traktor für den Service kommt, alle schauen. Der war tatsächlich noch nicht, als wir da waren. Nee, ich habe wie gesagt keinen Porsche, Jamie Lee. Ich habe einen Hanomag. Habe ich mir damals geholt. Schöner Hersteller. Jo. Also ich bin sehr zufrieden, obwohl ich gestehen muss, ich habe eigentlich nur geguckt nach Frontlader und dann nach Optik. Aber der ist es dann geworden. Was meinst du? Wir haben bei uns bei der kleinen Feldbahn haben wir eine Diesellok von 1954. Mhm. Die hat 64,9 Motor gekriegt und das ist auch von Ohrenstein und Koppel und die hat auch einen Hanomag-Motor drin, Zweizylinder. Jo, siehst du. Und der läuft heute noch einwandfrei. Obwohl er schon so alt ist. Meiner war auch noch nie offen, der ist auch von 65. Jamie Lee, ich war es nicht, aber ich muss ja tatsächlich, also ich könnte es sein. So ist es nicht. Also ich bin auch damit in eine normale Autowerkstatt gefahren bei einem Kollegen, um Ölwechsel machen zu können. Ich mache das zwar alles selber, aber es war auch lustig. Aber demnächst müssen wir den Motor mal aufmachen und müssen neu abdichten, weil... Naja, manchmal schmeißt es schon so ein bisschen Öl oben aus dem Auspuff mit raus. Das kommt nicht so gut. Ja. Das ist alles Bioöl heutzutage. Ja, aber die Fahrgäste finden das nicht so lustig, weil das sind offene Wagen. Ja. Ich fand's auch nicht lustig. Bei der Kettensäge, da hat Öl mich da angespritzt, hat wie geht wie sonst was. Ich hab auch ein Öldusche genommen. Aber Bioöl, das ist gut für die Haut. Schütze. Ja. Ihr habt den ja jetzt auf der anderen Seite der Lok. Wollt ihr die anderen beiden trotzdem auf der... Ja, ich würde das jetzt hier auch nochmal tauschen. Ach so, okay. Weil mein Gedanke ist, ich möchte gerne rückwärts in den Interchange rein und dann, was hier los? Lass knacken. Auf. Ich möchte gern rückwärts in den Interchange rein, die Dinger einfach vorne losmachen und fertig sein. Und dann können wir theoretisch nochmal spulen, beziehungsweise die Lok auch nochmal kurz auftanken. Und dann in Step O zurückkehren. Habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht, wofür. Wir sind doch noch gut aber in... Nebenbei, ne? Ich kann ja mittlerweile auch zurückfahren, ne? Ich habe mittlerweile fast 200 Waggons ja voll.
Dann könnte ich bei ELA, 2,5 Waggons habe ich voll mit Passagieren. Könnt ihr ja. dann bei ELA die Passagiere mitnehmen, die warten? Sind aktuell wohl nur 3 Stück, wenn ich es sehe. Also, ja. Und könnt ihr auch den Waggon mitbringen? Kannst du theoretisch auch machen. Die Frage ist, ob du den da so rauskriegst. Bei manchen musst du rangieren, das schaffst du nicht mit den Personenwagen. Okay. Musst du halt einfach für dich überlegen. Klar kannst du das. Ich habe jetzt nur gedacht. Mitnehmen. Ja, aber da musst du so richtig da rumrangieren. Musst du erstmal deine Personenwagen wahrscheinlich abkappeln. Ich habe jetzt eher gedacht, die zwei waren doch noch mit dem Holz dran. Dass wir da halt noch warten, bis die sagen, okay, wir sind da oder sowas. Und dann nochmal eine Stunde warten und dann bist du eh voll. An dem Wagen von also ELA Station holen wir dann halt morgen. Oder so, habe ich jetzt gedacht. Wir müssen dann halt die erstmal euch vorbeilassen, damit wir raus können. Ja, okay. Das Holz ist auch noch nicht leer. Aber ich kann das schon mal wieder fahren, heißt das so auf gut Deutsch. Das weiß ja. ich jetzt nicht. Wenn Holz noch nicht leer ist, soll er dann nicht noch eine Stunde warten? Wenn er jetzt... Ja. Ja. Ist egal. Also... Ja. Ja, ist ja noch nicht leer scheinbar am Toto. Nein, ich bin ja schon mehr beladen für Ritten und ELA. Ja, weiß ich. Deswegen. Also aber du hast da noch Platz, oder nicht? Ja. Ja, dann warte doch noch eine Stunde. Okay. Ah, verstehe, was du vorhast. Ja, einmal rumfahren. Ich überlege jetzt mal gerade, sollen wir vielleicht doch noch nach ELA einmal zurück und den holen, den Wagen? Ja, dann können wir eigentlich schon mal umsetzen, um wieder... Dann könntet ihr vielleicht auch da eben das Ding schon mal auf den Interchange setzen oder so. Ja, die zwei Wagen bestimmt. Ja, das können wir machen. Dann... Ich meine, wir haben ja die Zeit im Prinzip und alles, was wir jetzt erledigen, müssen wir morgen nicht machen. Toto ist auch unterwegs noch. Und alles, was ihr jetzt erledigt, bringt euch für morgen Geld. Genau. Und Brissen, da braucht der Toto auch im Moment. Und vielleicht können wir dann auch gleich nochmal so eine Doppeltraktion machen. Ja. Was heißt Doppeltraktion? Aber ne, so gemeinschaftlich fahren, das sieht ja auch cool aus. Gut, dass wir nochmal nach den Weichen geguckt haben, du. Hast du jetzt schon eine Stunde gewartet, Toto? Nee, ne? Nee, ich habe mir reich gedrückt. Ich habe nicht gedrückt. Ich habe einfach, stehe einfach nur und warte. Also wenn dein Zug nicht voll ist, würde ich jetzt sagen, dann warte noch mal eine Stunde. Ja, von mir aus kannst du. So, perfekt. Also den Button drücken. Okay, genau. Ich mal den Button. Genau, drück mal den Button. Mal hier, Settings und Wait Hour. Noch ein Stündchen warten und dann... 73 Leute für ELA. Für Witten. Okay, ich bin voll danach. Geld, hat jemand Geld gesagt? Siehst du, ich sag doch, das ist der Schweizer. Was? Der Chopper hat gesagt, mehr Geld. Genau, Chopper hat gesagt, mehr Geld. Zack, ist der Schweizer wieder on Tour. Merkst du? Jo. Direkt hier Geld. Geld. Sehr gut, sehr gut. So, wie der Zara, müsste noch sagen, meins. Genau, der Zara ist so ein bisschen wie die Möwen bei Findet Nemo, glaube ich. Ne? Nemo, ja. Nee, aber bei Madagaskar. Ich meine bei Findet Nemo. Findet Nemo, ja. Weiß nicht, ob bei Madagaskar? Kann sein, dass es wieder aufgeht. Würde ich jetzt nicht drauf wetten. Wolltest du jetzt nach ELA fahren? Ja, sicher. Deswegen. Macht ja nichts, bis ich bei euch bin. Ach, wir könnten die eigentlich jetzt abkoppeln und dann einfach reinrollen lassen, oder? Können wir auch. Ihr könnt das schön alles fertig machen. Wir eiern jetzt nochmal nach ELA und holen da den einen fertigen Wagen. Auch ein interessanter Zug. Ist auch ein sehr interessanter Zug. Das Problem ist, du hast die Druckluft. Stimmt. Ich hör's. Gut, ich kann wiederholen. Ja. Fail, würde ich sagen. Da müssen wir die halt so umsetzen. Oder die Drucklok einfach gleich zumachen und dann einfach nicht anschließen. Naja, aufmachen, doch, zumachen, du hast recht, ja. Wenn du die aufmachst, geht die Bremse an. Genau. Dann schließen wir die erstmal an, damit die Druck. Habe ich der Druck. Der Druck muss hier erstmal. Achso, ja, muss erst rein. Befüllt werden. Muss ich wieder einen Ticken schieben. Ui. Ich mache aber die Bremse jetzt wieder los. Ne? So, die noch schnell umgelegt, ne? Falls unser Kollege Toto kommt. Und. Komm, da wir riskieren. Aber ich werde mal kurz aussteigen und dann mich persönlich da hinstellen. Ja, auch. Wir sind unterwegs Richtung ELA. Ja.
Ich brauche länger wie ihr. Ja, weiß ich nicht. Wir sind jetzt erst losgefahren. Aber wir riskieren mal ein bisschen was. Alles klar, ihr, bist du. Ist gar nicht auf der für die Weiche. Ihr seid schneller wie bei Ela wie ich, definitiv. Ja? Ja. Okay. Die Strecke von Brisson nach Ela ist wenig länger wie von Ritten nach Ela. Ja, das stimmt natürlich. Aber wir müssen da ja auch noch ein bisschen rumrangieren. Da werde ich hier vermutlich die... Jetzt war es gut. Alles gut. Ich habe da auch blockieren. Müsste reichen, hoffe ich mal. Ja. Ich habe das Gefühl, die Kleine kann gar nicht so viel schneller. Was will man mehr? Das müsstest du dann gleich nur auf die Wagen, die Druck, die Handbremse anziehen. Ich hätte Mr. Kraft gesagt, auch nicht schlecht, Jamie Lee. Auto? Auch nicht schlecht. Durch Ela musst du durchfahren? Nee, ich muss erhalten, naja, aber ihr macht erstmal. Ich bin schon drauf auf dein Ding, das passt nicht. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, wir machen erstmal unser Ding, Dodger. Genau. Toto wartet dann auch mal auf uns kurz und dann. Genau. Passt das. Dann kann ich schon mal wieder vorfahren. Könntest du was essen? Was essen wir denn? Du dürftest noch einiges haben, ja? Ich habe meine zwei letzten Stücke gerade eben gesnackt. Oh, Klerling? Ah, sehr schön. Klerling höre ich sehr gerne. So, wie sehen wir bei YouTube aus mit der Zeit? Ja, Stündchen. Danke für den Hinweis. Ich denke, wenn wir bei Ela sind, dann machen wir das. Wenn wir dann noch rumrangiert haben, um wieder zurückfahren, dann haben wir auch schon die nächste Stunde wieder voll. Ah, da kommt unsere 30. Meine Lok fährt davon. Ja, ein bisschen bremsen. Wunderbar. Das klingt so falsch. Ich habe so ein Hüngerchen. Ja, Midna auch. Midna hat auch ein Hüngerchen. Bitte was? Einmal Weiche. So, was ist denn hier Manuel? AI Road. Das ist da für den KI. Aha. Da könntest du theoretisch einstellen, hier dann auf Track, dann stellst du die Geschwindigkeit ein, dann kannst du theoretisch den Personenwagen dann per KI fahren lassen, schaffst du die Station an, hakst die alle an und dann fährt er dann einmal Vorwärtsrichtung an allen vorbei. Wenn er dann fertig ist bei der letzten Station, wenn die Weiche entsprechend gesinnt sind, kannst du die dann wieder umschalten und dann wieder rückwärts und dann tackert ihr auch. Kacke sozusagen auch nacheinander durch. Abgefahren. Und bei Settings kannst du sozusagen bei Features einstellen, die Wartezeit, die der Zug dann da wartet, bis alle eingestiegen sind, kannst du zwischen mit dem Slider 1 Minute, 10 Minuten oder was auch immer dann einstellen. Mhm. Und nach dieser Zeit fährt dann der Zug automatisch dann weiter zur nächsten Station. Also, welcher ist denn überhaupt hier leer? Krass. Ach, der hier, also sehr gut. Wir müssen ja gleich auch auf ein anderes Gleis, weil L2 ist ja bestimmt leer. Ich glaube, da können wir sogar mit den drei Wagen rein, oder, Dodger? Ja. Oder? Ach, genau. Wir lassen die drei Wagen einfach stehen. Ja, ist L3 auch leer? Hier ist nichts mehr. Nee, wir haben bisher L2 nur leer gemacht. Normalerweise müsste der ganze Zug doch auch reinpassen. Nee, doch nicht. Nee, wenn wir den noch rausziehen, dann passt es nicht mehr. Genau, weil wir müssen mit den Vieren wieder raus. Wir müssen uns das zwischen, wir müssen einmal auf L1 machen, ein paar vier Wagen und dann den Rest auf L3. Dann machen wir das so. Und füllt sich das Holzfäller Lager über Nacht dann auch wieder auf? Jo. Ja. Ja, genau. Noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Kümmerst du dich um die Wagen und Weichen? Weiche ist, Moment. Ja. Shift. Genau, perfekt, vielen Dank. So. Wir stellen die Weichen eben zum Holzfäller Lager. Ja, mal das. Wir sind noch bei Ela. Den Wagen könntest du theoretisch auch schon entkoppeln, Dodger. Guck, ob bei dem hinteren dann auch die Handbremse fest ist. Ich weiß nicht, ob man das machen muss. Ich gucke immer, dass eine Handbremse fest ist. Hab dann das Sollte Gefühl, man, falls es ein bisschen bergab geht, sind die Wagen sonst weg, wenn die Luftdruckbremse nicht fest angelegt ist. Genau. Change, dass wir... Das hast du schon, okay. Ja, genau, mich schon. So, ihr lieben Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir rangieren hier jetzt noch ein bisschen rum. Und in der nächsten Folge seht ihr dann, wie viele Personenwagen wir uns leisten können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Ciao.
Ciao. Tschüss.